Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial zu Pneumatic Craft. Jo, wie ihr vielleicht wisst oder manche von euch, bin ja gerade dabei und mache ein Let's Play und da stößt man doch so auf so einige Sachen, die man noch nicht kennt. In dem Let's Play verwende ich Direwolf 20 als Mod-Paket. In der Version 1.6.4, da sind wir jetzt auch hier drin. Und da haben wir einen Mod drin, der heißt Pneumatic Craft. Den kannte ich bisher noch nicht. Und damit habe ich mich jetzt mal ein bisschen beschäftigt. Da habe ich auch schon ein bisschen was aufgebaut, da kommen wir später zu. Vielleicht auch erst im zweiten Teil. Wir fangen erst mal langsam an mit den Grundlagen. Gerade hier, was man hier so sieht, diese ganzen Pflanzen und sowas. Wusste ich vorher auch nicht. Die sind überwiegend, weil die so gleich aussehen hier, die sind überwiegend aus diesem Mod. Die werden alle benötigt, um Materialien herzustellen. Wir haben hier verschiedene Materialien, die wir benötigen. Zum einen ist das dieses komprimierte Eisen und zum anderen ist das eine ganze Menge verschiedener Plastiksorten. Und all diese Plastiksorten werden hergestellt aus diesen Pflanzen. Jetzt gucken wir uns mal einmal kurz an, wie das läuft mit diesen Pflanzen. Das sind alles hier so Seeds und die könnt ihr nicht einfach irgendwie so anpflanzen. Das funktioniert nicht. Da könnt ihr so lange drücken, wie ihr wollt. Die müsst ihr irgendwo hinwerfen. Und diese Pflanze jetzt hier zum Beispiel, oder dieser Seed, dieser Squeal Plant Seed, ist einer, der nur im Wasser funktioniert. Und den wirft man da einfach drauf und zack, schon pflanzt er sich an. So funktioniert das auch mit allen anderen. Die funktionieren dann halt nicht unbedingt auf Wasser, nicht wahr? Da kommen die verschiedensten Sachen raus. Da passieren teilweise echt witzige Sachen. Hier in dem Fall kriegen wir da so einen Tintenfisch. Den brauchen wir jetzt nicht. Im Endeffekt brauchen wir ja nur. Jetzt bin ich natürlich gerade im Kreativ, das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Machen wir das nochmal? Ja, treffen wir auch nochmal? Nein. Nein. So. Und jetzt müsste da eigentlich auch, ah, dann kommen dann halt auch neue Seeds da wieder raus. Hier gibt es als nächsten zum Beispiel diese Feuerblume. Die kann man nur auf Netherrack anpflanzen. Aua! Und die ist fies, wie ihr seht. müsst ihr mich einmal am besten löschen. Muss man halt bei der einen oder anderen noch aufpassen. Die können auch böse sein, wie wir jetzt zum Beispiel sehen, wenn die ausgewachsen ist und dann loslegt. Die wirft auch wieder, wie wir gerade gesehen haben, Seeds raus. Die können hier natürlich nicht angepflanzt werden, weil sie nur auf Netherrack funktionieren. Was gibt es denn noch? Da gibt es noch ein paar wirklich witzige. Brauchen jetzt vielleicht nicht alle ausprobieren. Hier die Creeper, die ist auch witzig. Ich habe mich immer gefragt im Let's Play, was ist da jetzt wieder explodiert? Und zack. Ich glaube. Ach doch, da ist. Seht ihr, da ist dann auch wieder ein Seed rausgeflogen. Ich mach mal kurz hell, bevor das dunkel wird. der kann aber auch ganz woanders hinfliegen. Der muss nicht direkt daneben fliegen. Teilweise fliegen die auch echt weiter. Da, zack, der ist da hinten hingeflogen. So breiten die sich halt aus. Hier gibt es einen zum Beispiel, der funktioniert nur auf diesen Enderstone oder Endstone. Stone. Stoned. Und macht witzige Enderman-Geräusche, wenn man. Huch. Wenn man ihn anklickt. Lightning Plant, da weiß ich gar nicht, ob da irgendwas passiert, wenn da ein Blitz einschlägt oder so. Ist schwer zu simulieren, habe ich leider nicht hingekriegt. Burst, das ist auch so eine. Ich habe die jetzt zwar alle hier aufgeschrieben, aber im Endeffekt ist das bla. Ich wollte das erst anders machen, das hat aber. Hätte aber nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und die schießt dann auch wieder so ein Seed da raus, allerdings nicht ganz so laut wie die Creeper-Pflanze.
Die ist sehr witzig hier, dieser Potion Seed, den pflanzen wir auch mal an, den pflanzen wir auch hier an, wo ich es hingeschrieben habe. Und wenn die reif ist, und dann geht man da rein. Und jetzt zeige ich zum Beispiel Mana Boost. Das ist aber jedes Mal was anderes, was dabei rauskommt. Was haben wir hier? Clarity. Ist das, glaube ich, das hat was mit der Sicht zu tun, ne? Ich kenne die nicht alle, die Potions. Ihr kennt die bestimmt besser als ich. Dann gibt es auch ganz abgedrehte, diese Helium Plant. Der muss auch im Nether wohl angepflanzt werden, beziehungsweise auf Netherrack. Das Problem ist jetzt, wo habe ich ihn denn jetzt? Helium. Den kriegt ihr gar nicht so leicht angepflanzt, weil der ist unheimlich leicht. gibt es auch Flying Flower Seed? Ich weiß nicht genau, ob der es war. Aha, der schwebt also eine ganze Weile durch die Gegend, bis der sich dann irgendwann mal irgendwo niederlässt und deine Pflanze draus wird. Auch sehr cool gemacht. Also, der Mod, der hat schon was. Also, da gibt es ein paar sehr coole Features drin. Die Pflanzen finde ich schon mal sehr gelungen. Aber ich glaube, das reicht erstmal zu den Pflanzen. Ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Solltet ihr euch mal angucken, was die alle so können. Jetzt gucken wir uns mal an, was es eigentlich mit dieser Pneumatik auf sich hat. Wir haben hier so einen Air Compressor. Das ist eigentlich der Grundbaustein, sage ich mal, zu dem Ding. Und wenn ich jetzt den richtigen Knopf finde, dann sehen wir auch kurz das Rezept. Da sehen wir, das Ding wird hergestellt aus Compressed Iron Ingots. Das ist ein Problem, weil wo sollen wir diese komprimierten Eisenstückchen herkriegen? Eine ganz witzige Angelegenheit, weil man, bevor man nicht irgendwelche Maschinen oder so hat, die auch nicht herstellen kann. Aber es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, die herzustellen. Gehen wir kurz im Kreativ. Hier haben wir normale Eiseningots und hier haben wir TNT. Und die nehmen wir jetzt einfach mal, schmeißen die alle hier hin, stellen TNT daneben, machen den an. Habe ich ihn jetzt weggenommen? Wie witzig. Und wahrscheinlich nicht aufgenommen, weil ich im Kreativ bin. Okay, machen wir es nochmal. Ist ja kein Problem. Hier habe ich nur 63. Da, zack. Wir kriegen das schon hin. Ich gehe jetzt aus dem Kreativ raus. Wo ist das Zeug? Willst du mich jetzt veräppeln? Ich habe es eben ausprobiert. Es funktioniert. Ich bin da ganz sicher. Aber es ist alles weg. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Warum ist das so? Also ob ihr mir glaubt oder nicht, aber so wird das gemacht. Und typischer Vorführeffekt. Ich weiß nicht wieso. Ehrlich gesagt. Gib mir nochmal Eisen. Kann alles nicht wahr sein. Ehrlich, ey, da probierst du halt alles vorher aus und testet das. Damit er auch sicher bist, dass das hat funktioniert. Hat der die jetzt da hingeworfen? Sind das jetzt alle? Ich nehme die nochmal. Ja. Da ist einer. Und. Na gut, das ist jetzt nur einer. Ich versuch's trotzdem nochmal. Kann ja alles nicht angehen. Aha! Und da sind sie. Nehmen wir die mal. Und das sind 50 jetzt. Also normalerweise funktioniert das wesentlich zuverlässiger. Ich kann euch nicht sagen, warum es jetzt nicht geklappt hat. Das heißt also, ein paar davon können verloren gehen. Das mal, wie eben der ganze Stack da verloren gegangen ist, hatte ich noch nicht. Aber Teufel ist ein Eichhörnchen, ihr kennt das ja. Guck mal, da ist auch so eine Pflanze, so eine Wasserpflanze. So kommt ihr also erstmal an
die nötigen Rohstoffe, damit ihr überhaupt was bauen könnt. Das Ding ist eigentlich auch ziemlich einfach zu bauen. Und wir gucken uns das jetzt aber erstmal an. Wir stellen mal so einen Air-Kompressor auf. Macht erstmal nichts, hat ein kleines Interface. Jetzt brauchen wir vor allen Dingen mehr Kohle. Ich mache mal 64, so packen wir mal 32 Kohle da rein. Und schon sehen wir, dass hier ja, Luftdruck rauskommt quasi. Wir nehmen mal so ein paar von den einfachen Röhrchen. Das sind die ganz normalen, ne? Und da kann natürlich kein Druck aufgebaut werden. Hier sehen wir das. Druck ist null, weil dieser Druck die ganze Zeit entweichen kann. Jetzt könnten wir hier eine kleine Schleife einbauen und dann bleibt der Druck auch in der Anlage enthalten, erhalten und kann sich hiermit langsam aufbauen. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr eine Anlage baut, muss die ja in sich geschlossen sein, damit nirgendwo Druck verloren geht. Ansonsten ist Essig. Wir haben hier diese Druckanzeige, da sehen wir, die geht hoch bis 7 Bar. Ab 5 Bar wird es aber kriminell. Da sollte man dann auch ein bisschen ein Auge drauf halten. Da gibt es aber auch verschiedene Möglichkeiten, damit man das sicher macht, damit da erstmal nichts passieren kann. Ist aber so eine Sache, sobald, ich mache mal hier ein bisschen, das sind Speed-Updates hier, diese Dinger. Ne, die muss man auch craften. Da ist das Rezept mit dem Kuchen in der Mitte und Stiffness Potions. Und wenn man davon so ein paar reinpackt, dann geht es auch schneller. Natürlich auf Kosten der Effizienz hier, was die Kohle angeht, die wird dann natürlich auch wesentlich schneller verbraucht. Aber wir sehen, der Druck steigt jetzt rapide. Und wenn man, ja, jetzt sind wir, oh, jetzt fällt er aber wieder. Warum? Weil er sich ausgleicht. Der muss, das dauert immer eine Weile, bis sich der Druck in der ganzen Anlage ausgleicht und der ist jetzt nach hinten abgeflossen. Oh ja. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir schon über 5 Bar. Das ist jetzt ein Problem. Und lässt man das zu lange? Ich lasse es mal einfach kurz. So hoch war ich noch nie übrigens. Hat noch nie so lange gehalten. Zumindest hatte ich kein Auge drauf. Ich würde euch auf jeden Fall nicht empfehlen, wenn die Anlage so viel Druck aufgebaut hat, dann ist meistens schlecht. Jetzt mach mal hinne hier. Wir wollen hier nicht ewig warten. Wir bauen jetzt schon mal eine neue, damit ich euch mal die verschiedenen Röhrchen zeigen kann, die es da noch gibt. Machen wir erstmal wieder dicht, damit die Druck aufbauen kann. Aha! Das war's. Irgendwann explodiert irgendwas. Das hätte jetzt nicht das Ding sein müssen. Das hätte auch so ein Röhrchen sein können. Und wir sehen, da ist noch Druckluft drin jetzt in dem Röhrchen, die jetzt auch langsam rausgeht. Und dann irgendwann war es das mit dem Druck. Ich mach mal zu hier. So. Jetzt gibt es da noch ganz verschiedene Sachen. Hier gibt es zum Beispiel diese Safety Valve Tube. So, die werfen wir erstmal auf den Boden, bevor wir die benutzen. Ist ja normal. Ich mach mal so eine Safety Valve Tube hier rein. Die macht jetzt erstmal so gar nichts. Wir sehen, hier ist im Moment eher wenig Druck drauf, ne, weil wir gerade erst wieder angeschmissen haben. Das dauert eine Weile, bis so der ganze Druck aufgebaut ist. So, und diese Safety Valve Tube macht Folgendes. Wenn ich hier mal so drüber gehe, dann seht ihr da oben so eine kleine Formel. Ist ganz toll, dass man die gerade ganz sehen kann. Warte mal, jetzt kann man so besser sehen. Also 7,5 minus Redstone mal 0,5. Was soll das heißen? So, das heißt eigentlich Folgendes. Ich baue hier mal einen Lever hin, wenn ich den einen hätte. Ausgezeichnet. Lever. Gib mir einen Lever. Und gib mir Licht. So, genau. Übrigens, zu diesen
Mod gibt es ein super Tutorial von dem Direwolf 20. Das ist allerdings in Englisch. Deshalb hatte ich mir entschlossen, mal ein Deutsches reinzuschieben. Also wer der englischen Sprache mächtig ist, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Ist ein super Tutorial, kann man nichts zu sagen. So, ich mach mal so und so. Und dann haben wir, sehen wir ja das Redstone Level 15, ne? Hier ist 14, 13, 12, 11. Hier sind es nur noch 10. Und so geht es ja weiter. Und wenn wir uns jetzt diese Formel anschauen, so Redstone mal 0,5. Redstone ist bei uns jetzt gerade 10. Ne? Nee, so. Okay, das heißt 10 mal 0,5, also 5. 7,5 minus 5 wären wir bei 2,5. Das heißt, ein Druck von 2,5. Sehen wir jetzt hier auch, in der Anlage besteht ein Druck von 2,5 und sobald der erreicht ist, lässt der ab. Ne, das können wir, wenn wir den jetzt nochmal um 2 erhöhen und anmachen. Jetzt haben wir hier nur noch 8. Würde also bedeuten, 8 mal 0,5 sind 4. 7,5 minus 4 sind 3,5. Das heißt, der Druck steigt bis 3,5 und ab dann wird er hier wieder von dem Ventil abgelassen. Ist natürlich erstmal gut, schützt unsere Anlage, hat aber den Nachteil, jetzt fängt er wieder an, dass weiterhin die Kohle verbraucht wird, ne? Also normalerweise wäre es ja auch sinnvoll, wenn der jetzt gar nicht weiter feuern würde. Da gibt es aber auch Lösungen für. Wir machen mal Folgendes. Wir nehmen uns diese, ich schiebe die mal hier hin, diese Pressure Gap Tube. Bei der können wir dann auch direkt ständig ablesen, wie viel Druck in unserer Anlage ist. Da brauchen wir nicht immer anklicken, ne? Ist eine feine Sache, weil sich das Ding eigentlich immer dahin bewegt, wo man gerade ist. Na gut, hier oben funktioniert es nicht, aber wenn man so drum rumläuft, kann man eigentlich immer ganz gut sehen, weil er sich immer zu einem selber ausrichtet. Okay, haben wir jetzt festgestellt, die ist jetzt nicht so ideal dafür, aber hilft schon mal, die Anlage zu schützen. Es gibt hier auch so eine Flow Detection Tube, aber ich würde sagen, wir beschäftigen uns erstmal mit der hier. Die kann nämlich auch was ganz Tolles. Ich mache mal gerade Folgendes, weil mir das Ventil jetzt auf den Keks geht hier. Wir machen dazu und nehmen mal eben die Kohle raus, damit uns nicht gleich die Anlage um Ohren fliegt. So, das machen wir wieder weg. So, und der hier gibt auch, je nachdem, wie viel Druck gerade da ist, jetzt sind es 7, 3,5, könnten wir jetzt mal wieder rechnen, mal 2, wären wir bei 7. Je nachdem gibt das Ding ein Redstone-Signal aus. Der brennt ja noch ein bisschen, das heißt, das Redstone-Signal wird noch stärker werden. Und wir können zum Beispiel hier an seiner Seite können wir sagen, worauf er reagieren soll. Also Redstone ignorieren oder Redstone-Signal, kein Redstone-Signal. Jetzt sagen wir mal, der soll auf ein Redstone-Signal reagieren. Und machen das so. Jetzt haben wir hier immer noch ein Redstone von 2 anliegen. Das heißt, Moment. Was habe ich hier eingestellt? High Redstone. So, das heißt, er müsste eigentlich aufhören. Hätte er jetzt gedacht. Ich mach mal Holz rein, weil Holz. Ah! Das war gut, ja. Das war wieder perfekt vorgeführt, ehrlich. Moment. Haben wir gleich. Hatte letztes Mal auch schon kurz den Stress, dass nicht funktioniert hat. Oder war es Low-Redstone-Signal? Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. So ist halt manchmal Vorführeffekt, ne? Haben wir noch ein bisschen Holz? Kein Holz, müssen wir Kohle nehmen. Holz ist besser, weil es schneller wegbrennt. Deshalb würde ich jetzt lieber Holz dafür nehmen. Dann kann man es besser sehen, weil der ganze Stack muss ja erstmal einmal aufgebrannt sein.
damit es funktioniert. So, jetzt haben wir gerade auch kein Signal. Müssen wir ein bisschen Druck reinbringen. Jetzt sind meine Updates weg, aber wir können uns ja ein neues holen. Wenn man hier unten PNE, Pneumatik, wenn man das eingibt, dann hat man eigentlich schon alles zusammen für den Mod. Das ist eine feine Sache. Dann braucht man nicht lange nachsuchen. So, das ist das Speed Upgrade. Ich packe mal nochmal 2, 3 rein, damit der Druck sich ein bisschen schneller aufbaut. Kann man jetzt ganz gut sehen. 2. Jetzt müsste gleich auf Power, bei Redstone Power auf 5, ne? Geht schon wieder ein weiter. Schneller. Hey! Das war zu schnell. Boah, sorry. Ich bin auch echt ein Ochse, ehrlich, ey. Dumme ist, wenn man zu ungeduldig ist, ja, dann funktioniert es auch nicht. Haben wir noch ein bisschen Holz? Jedes Mal geht mir hier low, low, eigentlich auf high, ne, auf low. Wo sind denn jetzt die Updates? Habe ich die wieder alle weggesprengt? Ich glaube, ich habe die alle aus Versehen da reingelegt gerade. Deshalb war das auch so. Wir halten da jetzt mal ein Auge drauf. Dass das nicht zu schnell geht. Oh, ich habe Angst. Lass mal erstmal ein bisschen ausgleichen den Druck, dass der hinten abfließen kann, ne, in die Anlage. Ist gefährlich, ist gefährlich. Man muss vorsichtig sein. Aha. So, jetzt hört er auch auf, weil der Druck erreicht ist und dann brennt er auch nicht mehr weiter. Also in dem Fall Low Redstone Signal, sobald er das Signal bekommt, hört er auf. Und jetzt mache ich mal hier kurz ein Loch rein und dann fängt er auch sofort wieder an, weil zu wenig Druck da ist und baut den Druck dann wieder so lange auf, bis wir bei 3,5 in dem Fall sind, ne? Genau, 7 würde dann hier anliegen und dann kommt er auch hier wieder an. Und jetzt müsste auch, sobald das Holz jetzt weggebrannt ist, Kohle dauert dann halt ein bisschen länger, muss man dran denken, weil in der Zeit steigt ja noch der Druck. Aber wenn man später eine größere Anlage hat, dann verteilt er sich auch wieder besser. Genau, das war der. Jetzt gibt es hier noch so einen, ich weiß noch nicht genau, wofür man den verwenden kann, hat aber auch einen schönen Effekt, diese Great Tube. Ich setze die mal hier rein und ich mache nichts. Ihr seht, ich werde weggedrückt von dem Ding. Ich komme auch kaum ran. Wenn ich springe, fliege ich nach hinten weg. Solange Druck in der Anlage ist, drückt die halt ja auch Mobs oder sonst was weg. Wofür das jetzt genau gedacht ist, das Ding, weiß ich noch nicht, aber kann man bestimmt witzige Sachen mitmachen. Ich habe mir auch so gedacht, wenn man irgendwo runterspringt und von unten so ein Ding Druck ausüben lässt, wird man wahrscheinlich weich fallen. Also kann man bestimmt auch interessante Sachen mitmachen. Ist auch schön. Und dann gibt es hier noch so eine Flow Detection Tube. Ich setze die mal erstmal hier rein. So, und je mehr Druckluft hier durchfließt, desto schneller dreht sich das Ding. Und desto größer ist auch das Signal, was dabei abgegeben wird. Ich setze mal hier so ein Ding hin und jetzt sehen wir. Dann fängt die an, sich schneller zu drehen. Und je schneller die sich dreht, desto stärker ist das Signal, das da abgegeben wird. Mache ich die wieder weg, ne, geht die Drehbewegung quasi komplett aus und es wird auch kein Signal mehr ausgegeben.
kann man bestimmt auch das ein oder andere Witzchen machen. Dann gibt es zu guter Letzt, würde ich sagen, noch so eine Pressure Regulation Tube. Und die funktioniert wieder hoch auf andere Art und Weise. Da lege ich halt wieder ein Redstone-Signal an. Wo ist er? Und die Formel bleibt wieder die gleiche, die wir eben auch hatten. Wo haben wir so ein Lever? Habe ich keinen mehr? Ich hatte doch einen. Gib mir einen Lever. Ne, habe ich nicht. Ein Lever. Wahrscheinlich war er irgendwo und ich habe ihn wieder nicht gesehen, ne? Mach mal Licht. Und je nachdem, was ich jetzt hier anlege, hier ist jetzt eine 10. Da müssten wir was anderes bauen. Da müssten wir nämlich Folgendes machen. Wir bauen uns hier nochmal so eine Anzeige hin, damit wir sehen, wie hoch der Druck hier ist. Das machen wir weg. So, jetzt haben wir hier 10. Das heißt, nach unserer Formel 5, 7,5 minus 5 wäre 2,5. Das heißt, hier dürfte der Druck eigentlich nicht über 2,5 steigen, auch wenn er in diesem Bereich höher ist. Also gib mal ein bisschen Druck. Wieder vorsichtig sein, nicht, dass das Ding wieder explodiert. Hatten wir ja jetzt schon oft genug. Okay, jetzt haben wir schon 3,5 und steigend. Aber hier bleibt der Druck bei 2,5, weil wir hier unseren Regulator haben. Das ist eigentlich schon mal so die Sache zu diesen Röhrchen. Jetzt geht's weiter mit dem, wie heißt das Ding? Compressor Chamber. Der Compressor Chamber ist eine Maschine, in der wir uns zum Beispiel hier dieses Compressed Eisen, komprimierte Eisen herstellen können oder auch die ganzen verschiedenen Kunststoffsorten, Plastiksorten, die es hier gibt. Das ist ein Multi-Block. Wir bauen uns mal kurz ein. Wenn wir jetzt angenommen, wir haben uns erstmal dieses Eisen und so weiter hergestellt, ne? Dann können wir uns mit dem Ding, Multi-Block kennt er bestimmt, ist ja, guck mal, den hat er falsch rumgedreht hier. So, obwohl das glaube ich nicht unbedingt wichtig ist. Zu viel. Obwohl ich hab noch keine andere Größe getestet. Ich habe den bisher immer nur in der Größe gemacht. Gibt es bestimmt auch andere Größen, in denen man den herstellen kann, damit es dann vielleicht schneller geht. Rezept dazu sieht so aus. Da können wir aber auch welche mit Fensterchen machen. Man will ja auch was sehen, ne? Ich mache hier mal Fensterchen rein. So, und das wäre jetzt quasi schon so ein kompletter Block. Habe ich irgendwo was vergessen? Oder liegt es einfach daran, dass ich diesen Valve-Block noch nicht gesetzt habe? Weil irgendwo muss ja am Ende auch der Druck rein. Ja, also der muss auf jeden Fall da sein, sonst funktioniert es nicht. Und dann können wir den anklicken und sehen, im Moment ist halt überhaupt kein Druck drin. Den können wir jetzt hier zum Beispiel an unsere Anlage anschließen, unseren ganzen schönen Druck rauslassen. Sollte man vielleicht andersrum bauen. So. Pass mal auf, ich mache mal hier unsere Valve-Tube weg, damit wir mehr Druck haben. Oh, hier ist noch 3 Bar, da sind noch 2 Bar, aber das wird sich jetzt gleich alles langsam ausgleichen. Hier fällt der Druck schon schwer ab. Jetzt fließt dieser ganze Druck ja in diesen Kasten hier. Da geht natürlich erstmal ein bisschen was bei drauf.
Wir sehen, der steigt langsam. Genau. Jetzt ist gerade so am Anfang immer die gute Frage, wie kriege ich die Klamotten da rein? Jetzt gibt dieses Pressure Chamber Interface. Da muss man aber auch schon wieder Kunststoff und so für haben. Also bleibt uns erstmal wahrscheinlich nichts anderes übrig, als das Zeug irgendwie anders da reinzukriegen. Das kann man auch machen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel so ein paar Seeds. Ich nehme mal jetzt einfach so ein Stack Seeds hier. Dann haben wir hier unsere normale Wand. Und jetzt machen wir hier ein Loch rein, werfen die Seeds da rein, machen das Ding zu und gucken, was passiert. Jetzt zeigt ihr uns auch an, gelber Bereich, da passiert noch gar nichts. Jetzt gleich kommt der grüne Bereich und da sehen wir, werden die schon direkt umgewandelt in Kunststoff. Heißt, sobald der nötige Druck vorhanden ist, für das Kunststoff brauchen wir nun mal nicht viel Druck, nur 0,5 Bar, stellt er die auch direkt her. Feine Sache, dann können wir die nachher, können wir wieder aufmachen und uns die rausholen. Ist natürlich doof, weil uns ständig der Druck flöten geht, ne? Dafür gibt es aber dieses Chamber Interface, was man einbauen kann. Sieht dann so aus. I, wie ihr jetzt hier seht, ne? I für Input und O für Output. Das heißt, um das Zeug da reinzukriegen, können wir den Block schön von außen setzen. Um es rauszukriegen, müssen wir das aber leider wieder aufmachen. Könnten wir dann zum Beispiel den Block hier hinsetzen. Jetzt müssen wir das natürlich alles erstmal wieder schön zumachen. Der ganze gute Druck geht verloren. So, und zack. Oh ja, so hätten wir einen Eingang und einen Ausgang. Jetzt muss man die Sachen natürlich noch irgendwie da reinkriegen. Kann man ganz gut machen mit einem Hopper. Den Hopper einfach hier dran klatschen. Man sieht, der zeigt auch rein. Und jetzt haben wir einen ganzen Seed gerade zur Hand hier. Ich glaube, die gehen nicht. So, und da hören wir schon. Ah. Wie das hier reingelassen wird. Und jetzt sehen wir auch schon hier, schiebt er jetzt plötzlich Seeds raus. Wir können hier einen Filter setzen, sodass wir sagen, du sollst mir gar keine Seeds raus, sondern du sollst nur Plastik rausschieben. Ist das jetzt überhaupt das, was wir haben? Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt das ist, was wir da reingesteckt haben. Wir können natürlich nach allem Möglichen filtern. Und hier auch die anderen Kunststoffsorten zum Beispiel angeben, sodass der nicht irgendwie aus Versehen irgendwelche Seeds oder sonst was wieder rausschiebt. Aber in der Regel klappt das auch so ganz gut. Also normalerweise, ich habe es auch ohne Filter ganz gut laufen gehabt. Das heißt, wir nehmen die mal wieder weg. Kann ich die wegnehmen? Ja, so. Weil wir wollen ja vielleicht auch nicht nur die Seeds, sondern auch Eisen herstellen, beziehungsweise Compressed Eisen. Bräuchten wir jetzt auch nur da reinschmeißen, nur jetzt muss er natürlich auch irgendwie wieder da rauskommen. Dafür könnte man jetzt hier hingehen und einfach eine Kiste da dran klatschen. Das funktioniert. Ja. Wenn man eine hat. Zack. Und alles, was quasi da im Ausgang liegt, wenn der irgendwann mal wieder Druck aufgebaut hat, den er jetzt leider nicht aufgebaut kriegt, weil ich den ganzen Druck abgelassen habe, ne? Mach schneller, Junge. Mach uns Druck. So, reicht uns erstmal. Ja, jetzt steigt der Druck auch schon langsam wieder. Siehst du, der schiebt uns tatsächlich auch die Seeds wieder raus. Das hatte ich auch noch nicht, aber wenn genug Druck drin ist, dann wird das auch nicht passieren. Sollte man dann vielleicht doch einen Filter setzen, damit das nicht passiert. Man muss natürlich auch sehen, 5 Minuten ist normalerweise die Zeit, bis so ein Item despawnt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass das hier drin leicht verlängert ist, aber
Ich will doch nicht die Seeds, Mann. Ja, der Hopper, der schiebt natürlich ständig nach. Und irgendwie kriegen wir gerade nicht genug Druck hier rein, weil der immer wieder die Türen aufmacht und zumacht und unsere Anlage dafür zu langsam ist. Ja, hat sich schon wieder alles abgebaut. Ah, wir brauchen mehr Druck in der Anlage. So geht halt nicht. Wenn du Druck verbrauchst, dann fehlt der dir natürlich irgendwo an anderer Stelle, ne? Wenn man einmal genug Druck auf der Anlage hat, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. So, jetzt sollte er auch langsam wieder Kunststoff herstellen. Da kommt's. Aber man muss das nicht so machen. Man kann das auch eleganter lösen. Wie ihr zum Beispiel kennt von Buildcraft, habe ich mal getestet. Funktioniert ausgezeichnet. Dann nehmt ihr euch einfach Wooden Transport Pipe, genau. Die Wooden Transport Pipe, die kann man da dran klatschen. Und dann mit irgendeiner anderen, ich habe jetzt hier Stein genommen. Zack. Jetzt brauchen wir nur noch eine dementsprechende Engine, damit das Ganze auch rausgepumpt werden kann. Dann nehmen wir die ganz normale Redstone Engine. Und versorgen die noch einmal, ja, mit einem Redstone-Signal. Und dann pumpt die Sachen auch ganz geschmeidig irgendwo hin, wo wir sie lieber hätten. Ist also eine feine Sache, das Ganze zu automatisieren. Und so können wir tatsächlich alles herstellen. Wie gesagt, für das Eisen brauchen wir dann am Ende mehr Druck. Weiß nicht, ob jetzt noch was drin ist von... Da ist noch eine ganze Menge drin, ne? Aber auch schon Eisen, seht ihr? Da müsste man dann vielleicht doch mal den Filter setzen in dem Ding hier, dass man ihm jetzt sagt, Kollege, nur noch Compressed Eisen. Nimmt er das natürlich nicht mehr raus hier. Oh, und jetzt hat er die Türchen aufgemacht, lässt aber von dem Kunststoff nichts rein. Sondern wartet darauf, dass Compressed Eisen kommt. Und Compressed Eisen braucht aber mindestens einen Druck von 2 bar. Da muss also erstmal wieder genug Druck aufgebaut werden in der Anlage, damit wir das überhaupt kriegen. Jo. Das war erstmal so zu den Grundlagen, zu dem Mod. Beim nächsten Mal würde ich dann gerne über weitere Möglichkeiten sprechen, was man damit noch so machen kann. Man kann da draußen nämlich einen herrlichen Fahrstuhl bauen, automatische Türen. Es gibt noch so ganz, eine ganze Menge Tools, die man damit herstellen kann. Ups. Und das werden wir uns dann beim nächsten Teil angucken, quasi im Teil 2. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Auch wenn nicht alles immer so reibungslos klappt, wie man sich das vorstellt. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nupsi. Tschüss.